Glauben und sich von der Sünde abwenden. Rettung nach Überlieferung im Verständnis der Bibel. Denn es ist hier kein Unterschied. Sie sind allzumal Sünder und mangeln des Ruhmes, den sie bei Gott haben sollten. Römer Kapitel 3, Vers 23. Denn der Tod ist der Sünde Sold, aber die Gabe Gottes ist das ewige Leben in Christo Jesu, unserem Herrn. Römer Kapitel 6, Vers 23. Darum preiset Gott seine Liebe gegen uns, dass Christus für uns gestorben ist, da wir noch Sünder waren. Römer Kapitel 5, Vers 8. Sie sprachen: Glaube an den Herrn Jesus Christus, so wirst du und dein Haus selig gerettet. Apostelgeschichte, Kapitel 16, Vers 31. Denn wer den Namen des Herrn wird anrufen, soll selig gerettet werden. Römer, Kapitel 10, Vers 13. Jesus spricht zu ihm: Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater denn durch mich. Johannes Kapitel 14, Vers 6. Und ist in keinem anderen Heil, ist auch kein anderer Name unter dem Himmel den Menschen gegeben, darin wir sollen selig gerettet werden. Apostelgeschichte, Kapitel 4, Vers 12. Ich sage: Nein, sondern so ihr euch nicht bessert, werdet ihr alle auch also umkommen. Lukas, Kapitel 13, Vers 3. Wie viele ihn aber aufnahmen, denen gab er Macht, Kinder Gottes zu werden, die an seinen Namen glauben. Johannes, Kapitel 1, Vers 12. Von neuem geboren werden. Jesus Christus, wenn jemand nicht von neuem geboren wird, so kann er das Reich Gottes nicht sehen. Es war aber ein Mensch unter den Pharisäern namens Nikodemus, ein Oberster der Juden. Dieser kam des Nachts zu Jesus und sprach zu ihm: Rabbi, wir wissen, dass du ein Lehrer bist, von Gott gekommen, denn niemand kann diese Zeichen tun, die du tust, es sei denn Gott mit ihm. Jesus antwortete und sprach zu ihm: Wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wenn jemand nicht von Neuem geboren wird, so kann er das Reich Gottes nicht sehen. Nikodemus spricht zu ihm: Wie kann ein Mensch geboren werden, wenn er alt ist? Er kann doch nicht zum zweiten Mal in seiner Mutter Schoß gehen und geboren werden. Jesus antwortete: Wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wenn jemand nicht aus Wasser und Geist geboren wird, so kann er nicht in das Reich Gottes eingehen. Was aus dem Fleische geboren ist, das ist Fleisch. Und was aus dem Geiste geboren ist, das ist Geist. Lass dich's nicht wundern, dass ich dir gesagt habe, ihr müsst von Neuem geboren werden. Der Wind weht, wo er will, und du hörst seinen Sausen, aber du weißt nicht, woher er kommt, noch wohin er fährt. Also ist ein jeder, der aus dem Geist geboren ist. Nikodemus antwortete und sprach zu ihm: Wie kann das geschehen? Jesus antwortete und sprach zu ihm: Du bist der Lehrer Israels und verstehst das nicht? Wahrlich, wahrlich, ich sage dir,
Wir reden, was wir wissen, und wir bezeugen, was wir gesehen haben. Und doch nehmt ihr unser Zeugnis nicht an. Glaubet ihr nicht, wenn ich euch von irdischen Dingen sage? Wie werdet ihr glauben, wenn ich euch von den himmlischen Dingen sagen werde? Und niemand ist in den Himmel hinaufgestiegen, außer dem, der aus dem Himmel herabgestiegen ist, des Menschen Sohn, der im Himmel ist. Und wie Mose in der Wüste die Schlange erhöhte, also muss des Menschen Sohn erhöht werden, auf dass jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren gehe, sondern ewiges Leben habe. Denn Gott hat die Welt so geliebt, dass er seinen einzig eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren gehe, sondern ewiges Leben habe. Denn Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, dass er die Welt richte, sondern dass die Welt durch ihn gerettet werde. Wer an ihn glaubt, wird nicht gerichtet. Wer aber nicht glaubt, der ist schon gerichtet, weil er nicht geglaubt hat an den Namen des eingeborenen Sohnes Gottes. Darin besteht aber das Gericht, dass das Licht in die Welt gekommen ist, und die Menschen liebten die Finsternis mehr als das Licht, denn ihre Werke waren böse. Aus dem Johannesevangelium, Kapitel 3, Verse 1 bis 19, Neues Testament, Bibel. Die Kinder Gottes und Kinder des Teufels. Darin sind die Kinder Gottes und die Kinder des Teufels offenbar. Wer nicht Gerechtigkeit übt, der ist nicht von Gott. Ebenso wer seinen Bruder nicht liebt. Denn das ist die Botschaft, die ihr von Anfang an gehört habt, dass wir einander lieben sollen. Nicht wie Kain, der von den Argen war und seinen Bruder erschlug. Und warum erschlug er ihn? Weil seine Werke böse waren, die seines Bruders aber gerecht. Verwundert euch nicht, Brüder, wenn euch die Welt hasst. Erster Brief, Johannes Kapitel 8, Verse 10 bis 13, Neues Testament. Alle Zitate aus der Bibel, Neues Testament, in den Übersetzungen nach Martin Luther, Elberfelder Übersetzung, zeitweise auch nach der Übersetzung von Franz Eugen Schlachter. Sie hörten eine Produktion von Radio TV IBS Liberty in Zusammenarbeit mit GHL Sozialmission in Neuhofen bei Ludwigshafen in der Pfalz und in Zusammenarbeit mit IFN, International Family Network D734, ein Glaubens- und Missionswerk seit 1984.